Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Und ja, was ruiniert alles? Warum geht es mit der Welt überall bergab? Warum wird Deutschland gerade ein bettelarmes Land und ruiniert sich in jeder Hinsicht? Ja, weil wir in erster Linie weltweit eine völlig falsche Gesprächskultur haben. Wir müssten eigentlich zu jedem Gespräch mit Schachuhren, mit Redezeituhren gehen und sagen, ja, bitte sagen Sie mir, wo ich mich irre. Zum Beispiel zu dem Thema oder zu dem wichtigen Thema oder dem wichtigen. Da deute ich dann mal an, was ich da so denke und dann sage ich, sagen Sie mir jetzt, wo ich mich dabei irre. Und dann machen wir dieses Professor Sir Karl R. Popper Falsifikationismus Talks, freundlicher, wechselseitiger Falsifizierungsversuche, wo irr ich, wo du, ja, wo liege ich falsch, wo liegst du falsch, mit Redezeitkonten und Schachuhren und einer aus dieser. Und dann sollten wir irgendwann auch über Wirtschaftssysteme reden und dann würde ich dann eben einfach mal sagen, nur die GWÖ-GWO-Kombination ist die einzige Chance für die Menschheit überhaupt noch mal wieder auf Glückskurs zu kommen, anstatt auf Unglückskurs und Abwärtskurs, also auf Aufwärtskurs gegenüber Abwärtskurs, ja. Und Wirtschaftswunderkurs und so weiter, also Aufschwung, Aufwärtskurs, Glückskurs geht nur mit GWÖ, GWO-Kombi. Und dann, bitteschön, sagen Sie mir, wo ich mich irre. Ja, und schon sind wir wieder im Gespräch. Und dann ist sozusagen wieder alles klar. Und das heißt also, wir haben wirklich nur diese zwei ganz großen Grundfehler der Menschheit, die, wenn sie die korrigieren würde, würden wir vielleicht die Kurve noch kriegen können. Es ist aber auch gut möglich, dass es unmöglich ist, weil mittlerweile die Gehirne im Durchschnitt schon viel zu klein geworden sind weltweit, sodass eigentlich gar keine Chance mehr besteht, dass wir jemals nochmal mit der Menschheit auf einen Glückskurs anstatt einen Unglückskurs kommen. Wir sind weiterhin kräftig auf Unglückskurs und immer weiter Unglückskurs und immer schlimmer Unglückskurs. Wahrscheinlich ist gar nichts zu machen. Aber wenn wir etwas machen wollten, geht es nur noch um diese zwei Punkte. Falsche Gesprächskultur weltweit und falsches Wirtschaftssystem weltweit. Und damit können wir alles lösen. Damit könnte alles gelöst werden, wenn die Menschen klug genug dafür wären. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Also, aber damit ist alles gesagt. Nur diese zwei Dinge müsste die Menschheit schaffen zu korrigieren. Neue Gesprächskultur und Diskussion mit dieser neuen Gesprächskultur, sachliche Diskussion über neues Weltwirtschaftssystem, GWÖ, GWO-Kombi. Ist das wirklich die Weltrettungsformel? Ich bin sicher ja, aber ich bin gespannt auf die Argumente, wo die Leute sagen, nein, da irren sie sich. Ja. Tschüssi zu den Aufzeichnungen.